ihr Lieben, ich zeige euch heute meine beiden Sattelgurte. Die sind beide von Equisoft, 40 Stimmen. Und ich fange mal an, euch so ein bisschen was zu erklären. Das ist mein Kurzgurt. Der hat 1 Meter Länge. Auch ganz schön lang für den Kurzgurt eigentlich. Und dann habe ich noch den Langgurt. 1,40, da sind die Strümpfe schon länger. Und von oben sehen sie sich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Sie sind auch eigentlich identisch. Sie haben beide hier die Ringe. Da und dann geht von den Ringen eben diese Gurtstrümpfe ab. Hier und da. Genau. Von oben haben sie dann noch diese Platte hier sozusagen. Und von unten sieht das Ganze dann so aus. Da gibt es dieses Polster mit dem Mittelteil und mit den beiden Seitenteilen. Genau. Und das Gute an dem Gurt ist halt, dass er sich mitbewegt, wenn die Pferde atmen. Also sollte jetzt das Pferd atmen beim Reiten, dann macht der Gurt so. Ne? Die Teile sind unabhängig voneinander zu bewegen. Okay, sieht man hier oben auch nochmal. So. Und dadurch fällt es dem Pferd viel leichter zu atmen während der Arbeit oder auch danach. Es kommt viel schneller wieder in diese Entspannungsphase. Atmet nicht mehr so schnell, pumpt kaum noch. Also Salinera pumpt wirklich kaum, beziehungsweise eigentlich gar nicht nach dem Reiten. Obwohl sie wirklich gut was gearbeitet hat. Einfach dadurch, dass der Gurt beim Arbeiten eben nachgibt. Dennoch sitzt der Gurt aber sehr fest. Also ich habe keine Sorge, dass der irgendwie sich löst, der Sattel sich löst. Genau, so. Das Gute ist, ich habe jetzt 2 Sattelgurte. Ich habe 2 vollständige Sattelgurte. Es hätte aber auch gereicht, hätte ich mir zweimal dieses Gurtsystem gekauft und einmal das Polster. Weil, ich gucke mal, ob ich das mit einmal abkriege. Wie man sieht und hört, kann man das hier ganz einfach abziehen, wenn man 2 Helme nutzt. So, ich habe mal gerade meine 2 Teile dazu genommen, damit ich es richtig abbekomme. Genau, jetzt sieht man hier das Polster. Das kann man eben abnehmen, wie gesagt. Und das Polster ist von den Maßen her auch gleich. Also das könnte ich jetzt tatsächlich auch unter meinen Langgurt packen. Ne? Sieht man, das ist genau identisch. Und deswegen würde es tatsächlich reichen, wenn man sich ja, 2-mal dieses Gurtsystem holt und nur 1-mal die Unterlage. Aber ich wollte gerne 2 Unterlagen haben, weil ich finde, Klett wird auch nicht besser dadurch, dass man ihn ständig ab und wieder dran macht. Außerdem kommt dann eher Dreck dazwischen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich 1-mal investiert und 2 komplette Gurte gekauft. Es gibt übrigens diese Unterlagen natürlich auch in anderen Farben. Es gibt die in hellbraun, dunkelbraun, schwarz. Es gibt die mit Lammfell, es gibt die in Leder, es gibt die, glaube ich, auch in Nylon. Und ich habe aber Leder genommen, weil ich finde, das lässt sich einfach am besten pflegen. Und ich bin mit dem Material bei Robinho immer sehr zufrieden gewesen. Deswegen ist es wieder ein Ledergurt geworden. Genau, es gibt diese Art, ne, mit den 3 Platten auch noch als Stollengurt. Das brauchte ich jetzt aber nicht, deswegen habe ich 2 normale, eben einen lang, einen kurz. Und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Gurten, auch wenn sie natürlich mit ihren 250 Euro nicht ganz preisgünstig sind. Aber für mich hat sich der Gurt auf jeden Fall gelohnt. Salinera lässt sich schön satteln, sie ist ruhig dabei, sie ist brav dabei. Sie atmet eben beim Reiten deutlich ruhiger, kommt schneller wieder in die Ruhephase. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und kann den Gurt eigentlich nur jedem empfehlen, der bereit ist, ein bisschen mehr für einen guten Gurt auszugeben und der vielleicht auch ein Pferd hat, was beim Gurten ein bisschen problematisch ist. Genau, oder wo man merkt, es atmet lange schwer und es tut sich irgendwie schwer beim Atmen und sowas alles. Ich hatte auch das Gefühl, dass Salinera, dass die Kondition sich aufgebaut hat, was natürlich eigentlich Schwachsinn ist, aber es liegt halt daran, wenn sie beim Reiten mehr Luft bekommt, dann schnauft sie nicht so schnell. Ne, leuchtet an.